Hallo, willkommen zurück in Rainy Night City. Ja, wir haben gerade die, schon mal die Arasaka-Mission gemacht. Zu meiner großen Verwunderung ohne Entdeckzibare. Und jetzt haben wir drin so eine unbekannte Mission entdeckt auf der Karte. Und Gespräche auf dem Dach. Ja, wir haben so ein bisschen unterhalten. Ja, genau. Und dahinter ist so eine unbekannte Mission und ein Cyberpsycho. Oh, Moment. Ey, hier waren wir noch gar nicht. Wow, was ist dahinter? Ist so Riesenrad? Ja, hier war ich wirklich schon nicht. Mörder, was Neues hier. Fantastisch, ey. Neue Mission. Hey, wie läuft's, Nancy? Schläfst du genug? Ich nicht. Ich hab nämlich Eddies zu verdienen. Also hör zu. Eine von meinen Leuten, Juliet, sollte mir ein paar wichtige Daten besorgen. Aber sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Finde heraus, was passiert ist, okay? Und vergiss die Daten nicht. Details anbei. Okay. So, Gibson Street. Geh zu ihr nach Hause und sieh nach, was los ist. Oberste Priorität haben sie Daten. Okay. So, Takemura, unser Gespräch auf dem Dach. Wir können eine menschliche Gestalt annehmen, manchmal. Ja. Keine Ahnung, was er meint. nee, jetzt nicht. Jetzt nicht, später. Technische Fähigkeit nutzen, das wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen, das zu nehmen. Okay, ja, könnte man. Wir gucken mal, ob es noch was anderes gibt. Eine Schießerei auf einer Baustelle. Ah, das ist bestimmt der Cyberpsycho. Wir müssen mal gewaltsam öffnen, wahrscheinlich. Ah ne, müssen wir nicht. Haha. Hier kommen wir so rein. Oh, feindlicher Bereich. Interessant. Ich sehe mich besser um. Beeindruckend. Wusste gar nicht, dass das Zeug noch auf dem Schwarzmarkt ist. Das sind alles Beruhigungsmittel. Für Leute mit richtig viel Kohle. Ziemlich viel für eine Person.
Was für ein Chaos. Boah. Stinkt. Sonst sieht's aber kaum aus wie eine Söldnerbude. Okay, du wär jemand. Das ist nur er. Oh, Scheiße. Da hat sich jemand ziemlich wehgetan. Spuren eines Kampfes? Könnte man so sagen. Fast komplett verbraucht. Sowas hat man nicht einfach im Erste-Hilfe-Kasten. Hey. Ah, die Juliet. Nee, das ist einfach nur ihre Reservierung. Clean Cut. Da hat wohl jemand was vergessen. Ist ziemlich okay. Da ist jemand ziemlich drauf. Da ist jemand ziemlich drauf. So, hier mal. Tut mir echt leid. Schulz, bitte vergib mir, dass ich das mache. Ich bin nicht einer so stark wie du. Für Rose gibt es keine Hoffnung mehr. Sunset Motel. Gucke sie erst hier, bevor wir da runter gehen. Einfach mal alles lesen. Blutwerte. Oh. Die Rose braucht eine psychologische Untersuchung. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man seine Wertsachen am besten in einem Safe versteckt. Da ist ein Reader. Irgendwo muss ein Zugangssplitter sein. Gemälde. Oh, interessant. Ein Safe hinterm Gemälde? Irgendwie abgedroschen. Aber hey, wenigstens kann man als Söldner gleich noch was lernen. Frag mich eher, wie es auf dem Boden gelandet ist. Juliet war wohl in Eile. Ja, hier ist was Abgedrehtes passiert, wie. Okay, also hier scheint mal kein... egal. 7A1C... 55, nö. Ihr könnt hier hin.
Was noch was hier war? Man könnte hier hin. Nee. Man könnte hier hin, dann 7a, 1c. Dann kann man 55, E9. Wir haben einiges, machen wir einfach Motor. Nee. BD E9. So, ich würde sagen, wir gehen im wo wollten wir in Steierhose, sie war hier. BD. 55E9. Jetzt müssen wir auf eine E9 und eine BD E9, wenn ich hier hingehen. So. Nachrichten. Hey. Das haben wir doch schon gemacht. Das gefällt mir immer weniger hier. Wir sollten vorsichtig sein. Und Victor Vector, aha. Dass sie sich an mich ja nicht an diese Betrüger von Clean Cut. Da haben wir was gesehen. Leider habe ich keine guten Nachrichten für sie. Die zoomen diese bescheuerte schwere Störung hin. Dann verschlechtern wird. Ach, das ist die Schwester. Eine der verbleibenden Max-Tech-Methoden. Oh. Okay, dann müssen wir jetzt wohl in den Keller. Das ist die Haustür wahrscheinlich. Mir geht doch mal der Schleichmodus. Man kann nie wissen. Ach du Scheiße. Oh, die ist komplett abgetickt. Ja, machen wir später. Kann man die eigentlich takedownen? Von hinten. Die ist komplett durch. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob man da irgendwie... Tut weh! Dame, dem Schädel! Du warst das, Juliet! Das Gift! Oh, oh. Das geht sogar.
wollen mich umbringen. Okay, die ist wirklich komplett durch. Die ist wirklich hardcore. So, haben wir hier noch irgendwas? Das wollen wir da auch noch mitnehmen. So, für E9 starte hier. E9. Nee. E9, 1C. Da müssen wir zurück. 1C, E9. Und dann nur in den Hof kommen würde. Ach, das ist hier schon wieder ein Meme. 9. 1C. C9. So. Den Chip haben wir doch, oder? Den haben wir doch von der Dame geholt. Man kann nicht immer Pech haben. So, hinterlege den Datensplitter am Überkarbord. Cyber-Obsidio können wir uns immer noch kümmern. Wir sind hier dann immer noch in der Kante, hoffentlich. Was ist los mit dir, Fabi? Okay. Was mit Julien passiert ist? Scheiße. Sie hat mir erwähnt, dass sie eine Schwester hat. Echt traurig. Danke für die Daten, Vi. Der Auftrag ist erledigt und ich melde mich. Hate your meat. Okay. So, ja, das ist jetzt angesagt.
Oh, sollen wir dann gleich direkt, warte mal. Leiche, wahrscheinlich Söldner. Was war einer? Da Fug? Chase Coley, Cyberwehrstörung, eine Bombe, machen wir alles. Drin. Solange du durchgehen bleibst, ist mir das recht. Nein, 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 du musst doch stehen bleiben. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow, was für ein Vieh. Okay, der war's hart. Einer meiner Arbeiter ist zum Cyberpsycho geworden. Das liegt nur an deinem verfickten Exoskelett. Okay. Mit dem Jammer auf. Bezahl oder dein Kopf explodiert. okay, Spam.
So, schick Regina eine Nachricht. Okay. Offenbar können nicht mal pneumatische Arme die Stimmung an einem unerträglichen Arbeitsplatz heben. Auch nicht schlecht. Dock zu Dumpingpreisen. Wunderbar. So, dann haben wir Mission abgeschlossen. Das ist Wunderbärchen. Jetzt lass uns mal ganz kurz was gucken. Wo sehe ich eigentlich? Wo sehe ich eigentlich? Was ich. Item. Kategorie 5 haben wir. Ne, Moment. Wo sehe ich denn meine ganze Komponente eigentlich? Ah. Kategorie 5 oder 6 Stück. So machen wir. Sprühfarbe brauchen wir alles nicht. Ah, da kriege ich Komponente. Okay. So, dann müssten wir auch irgendwann nochmal ein bisschen aufräumen, denke ich. Ja, da hätte ich einiges angesammelt. Gut. Da muss ich wirklich mal. Death and Texas, Kategorie 5, ikonisch. Okay. Da. Dann muss ich mich mal durchhangeln und ein bisschen was optimiere. Und dann können wir beim nächsten Mal, haben wir da irgendwas auf der Karte noch ganz wichtig. CBD hier unten ist noch Ripper Dock. Und eine Waffe geschossen. Oh, das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon alle Update. Warte mal, kann man das irgendwo hier gucken? Cyberware. Keine Ahnung, ob das schon reicht. Ich habe nicht aufgepasst. Aber egal, da ich eh ein bisschen. Levelaufstieg haben wir auch noch. Da ich eh ein bisschen. Komm, cooles Dumamo steigere. Oder technische Fähigkeiten eventuell. Ne. Oder technische Fähigkeit. Was haben wir dann da alles? Nee, Fahrzeuge sind doof. Da bräuchte man 9 Punkte drauf. Machen wir lieber Coolness. Egal. Vielleicht haben wir mal Gesprächsoptionen. Ich mache sie nur wegen der Gesprächsoption. So, machen wir das doch halt immer. Okay. Also, wir könnten uns das angucken, ob wir schon upgraden können. Hier kann ich dann ein paar Sachen verkaufen. Ah, das ist der Typ. Hier, das ist schön. Guck mal hier. Was sind das, die Serpentine? Keine Ahnung. Viel Verbrecher. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir irgendeine Hauptmission. Oder wir machen denn hier der Rüber oder die Panam. Das muss ich mir überlegen. Aber sehr schön. Geh mal. Der bei den Rüber, Doc. Oh. Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen? Handelt ihr nur kein Ärger ein.
das wollen wir so nicht machen. Machen wir das doch mal. Wir gucken mal, auf was das rausläuft. So viele Möglichkeiten. Okay, jedenfalls beim nächsten Mal haben wir auch zu tun, denke ich. Schon cool hier irgendwie. Ei gut, beim nächsten Mal Ripperdock, Waffengeschäft. Ich räume derweil ein bisschen im Inventar auf. Mal gucken, ob wir ein bisschen rewaffern. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.